Ihr werdet euch sicher fragen, was das hier soll. Naja, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Mikrofon. Ich will was aufnehmen. Töne, aber ganz besondere Töne. Ich habe da nämlich eine Entdeckung gemacht. Da oben im Baum, da ist ein Vogelnest. Amseln, glaube ich. Und die haben gerade Junge gekriegt. Und jetzt will ich die Stimmen von den Jungen aufnehmen, dieses Piepsen. Ja, deshalb habe ich auch das Mikrofon vorne an die Stange gebaut, damit ich ganz nahe ans Nest rankomme. Aber nicht zu nahe, damit ich die Amseln nicht erschrecke. Ja, so. Nun wollen wir mal hören. Das ist ja scheußlich. Was ist denn das für ein Lärm? Wo kommen wir denn her? Darf ja wohl nicht wahr sein. Ja. Kann ich ja wieder. So. Das ist doch nicht möglich. Oh, hallo Tode, entschuldige. Peter, was machst du denn hier? Ich will Vogelstimmen kaufen. Hier? Ja, nee, hier drüben bei mir. Aber hier im Haus irgendwo spielt jemand entsetzlich laut Musik. Und das muss ich finden, wo das herkommt. Ja, das weiß ich. Du, das ist hier unten rechts bei Herrn Breisig. Der macht sein Radio immer so laut. Bei Herrn Breisig? Ja. Ist der schon so alt und schwer? Nee, ein Opa ist es noch nicht, aber ja. Weißt du, der hat...
der hat in der Brauerei gearbeitet. Und zwar da, wo die Flaschen abgefüllt werden. Und in diesem Raum muss so ein Lärm sein, dass der jetzt einfach schwer hört. Und deshalb macht er die Musik immer so laut. Also, was sagen die Nachbarn dazu? Ja, die schimpfen, aber mir tut er ja leid. Ja. Ich habe eine Idee. Halt doch mal eben hier die. Das klingt ja. Ja. So. Ja. Ich bin gleich wieder da. Das. Das. Ja. Habe ich. Gut. So. Was hast du denn da wieder? Das hier, das schon sehen. Ja? Ja, sag mal, wo wohnte der Freisichter? Da unten, ja. Gehen wir doch mal rein. Hallo? Herr Breisig! Der Peter Lustig. Wie bitte? Lustig. Wieso? Ach, sagen Sie einfach Peter zu ihm. Ich habe ihm da was mitgebracht. Für mich? Dankeschön, das ist sehr nett von Ihnen, aber was? Das stört ihn draußen bei seinen Tonaufnahmen. Die Musik ist ja weg. Die Musik. Nun setzen Sie das mal auf, Herr Breisig. Na? Aber jetzt. Ich geb's auf. Den Lärm kann man ja nur wirklich nicht absperren. Ich glaube, ich muss in den Wald. Da kann ich noch Vögel aufnehmen. Also, Karl. Leg mal wieder los. Dank dir. Nee, das war nix. Das war einfach zu laut. Es ist überall zu laut. Man hört ja überhaupt keine Ampeln. Was habe ich denn da überhaupt gehört? Ja, Verkehrslärm und dieser, das Lufthammer. Ja, natürlich, kommt doch rein. Was habt ihr denn da mitgebracht? Noch ein Kassettenrekorder? Geräusche. Geräusche sind da drauf. Ach, habt ihr selber gesammelt? Ja, ihr mitgebracht. Ja, und was soll ich jetzt damit machen? Raten. Ach, ich soll die raten, ja. Was das ist? Naja, gut, dann lass doch mal laufen. Tja, was kann denn das sein? Ein paar verrostete Trompeten. Nee. Nein? Ein alter Kinderwagen. Aber es hat so gequietscht. War es ein Tier? Auf dem Bauernhof. Auf dem Bauernhof, also ein Tier. Nee, Tier. Ja, nicht. Nee. Hühner? Nein. Enten? Nein, ganz nah. Gänse? Ja. Prima, ja, das habe ich rausgekriegt. So, dann mal das Nächste. Das war eine Kaffeemaschine.
Kurz vorm Explodieren. Nein? Nein. Aber eine Maschine war es. Ja. Ein Presslufthammer, ein langsamer? Nein. Nee, auch nicht. Ja. Ein Staubsauger? Nein. Nein? Aber es hat so gezischt. Moment mal, es hat gezischt. Da könnte also Dampf im Spiel sein. Das könnte eine Lokomotive gewesen sein. Eine Dampflokomotive? Ja. Aha, ich hab's erraten. Gut, das nächste. Ja, das ist einfach. Das war ein Glockenspiel und davor war irgendwas. Nein, kein Glockenspiel? Nein, aber Glocken waren richtig. Glocken waren richtig und Tiere auch. Tiere auch. Naja, und welches Tier trägt eine Glocke? Eine Kuh? Nein. Ziegen? Ja. Nein. Nein? Ja, weiß nicht. Oh, dann waren es Schafe. Ja. Aha, das habe ich raus. So, der nächste. Das ist aber schwer. Sie können fliegen. Die können fliegen? Flugzeuge? Nein. Nee? Aber es ist ziemlich laut. Sie sind ein großes, ganz großes Volk. Ja. Ein großes Volk, was fliegt? Hm? Kenne ich nicht. Manchmal sagen sie auch was. Ach, das sind Tiere. Oder pieken. Pieken, ja. Mücken? Nein. Das tut gemein weh, wenn sie pieken. Na, das können natürlich Wespen oder Bienen sein. Ja, Bienen. Bienen? Ja. Ah, das war es also. Na gut. Habt ihr noch was? Ja. Gut. Ja. Und das letzte. Ja, das war wieder eine Maschine. Ja. Eine Baumaschine. Nein. Aber eine große Maschine. Es arbeitet auf dem Lande. Es arbeitet auf dem Lande. Eine Dreschmaschine? Nein. Ein Flug? Nein. Ein Mähdrescher? Nein. Ich komme nicht drauf. Was soll ich sagen? Ja? Ein Traktor. Ein Traktor, natürlich. Ja, das war ein Traktor. Habt ihr denn noch mehr? Nee, es war alles. Mhm. Leider. Aber da könnt ihr doch noch ein paar mehr Geräusche sammeln. Oh ja. Oh, ja. Na, ich finde das ein schönes Spiel. Geräusche raten? Mhm. Okay, dann geht mal und bringt mir noch ein paar Geräusche. Ja. Oh ja. Dann raten wir wieder. Tschüss. Das könntet ihr übrigens auch mal machen. Greift euch einen Kassettenrekorder und geht mal raus und sammelt Geräusche. Irgendwelche Geräusche und die anderen müssen es dann raten. Das macht Spaß. Und ich werde jetzt auch ein paar Geräusche sammeln, nämlich meine kleinen Amseln. Die... Nee. Der arbeitet immer noch da drüben. Das geht nicht. Das ist immer noch zu laut. Ja, Geräusche können manchmal ganz schön ärgerlich sein. Aber nicht nur das, sie sind auch interessant. Dies Geratter. Es ist überhaupt nichts zu sehen, aber ich weiß genau, aus welcher Richtung der Schall kommt. Nämlich von da. Und das weiß ich, weil ich zwei Ohren habe. Man braucht nämlich dazu zwei Ohren. Der Schall kommt ja von diesem Presslufthammer und trifft zuerst auf dieses Ohr. Und dann, weil er ja ein bisschen Zeit braucht, etwas später und etwas leiser auf das Ohr. Und dann weiß das Gehirn in der Mitte genau, woher dieser Schall kommt. Nämlich von da. Schall ist ja überhaupt alles, was wir hören. Stimmen, Geräusche, Klänge von Musikinstrumenten, Töne, Lärm, Krach, Donner, alles ist Schall. Und Schall entsteht immer dann, wenn irgendetwas ganz schnell schwingt. Wenn ich zum Beispiel eine Stricknadel nehme, sie über die Tischkante lege und dran ziehe, dann schwingt sie hin und her und es gibt einen Ton. Schön, nicht? Die Nadel hat Schall erzeugt. Schallwellen. Ja, man kann Wellen sagen, denn der Schall läuft durch die Luft wie Wellen in einen Teich, wenn man einen Stein reintreibt. Ja, die Wellen laufen in alle Richtungen. In der Luft kann man sie hören und im Wasser kann man sie sehen. Und in der Kaffeetasse auch. Wenn ich mit dem Löffel hier dagegen schlage, dann schwingt auch die Tasse. Das kann man aber nicht sehen. Was man sehen kann, sind die Wellen auf dem Kaffee selbst. Schaut mal hin.
Ich habe doch hier irgendwo, ja, eine Stimmgabel. Wenn man die anschlägt, dann gibt's ja einen leisen Ton. Na, dann müsst ihr doch auch schwingen. Seht ihr was? Nee. Aber da können wir doch wieder unseren Kaffeetrick ausprobieren. Mal sehen. Ja, habt ihr gesehen, wie es spritzt? Sie schwingt tatsächlich. Aber sie ist sehr leise. Ja, da weiß ich aber wieder einen Trick. Wenn man nämlich jetzt die Stimmgabel auf den Tisch stellt, ah, da ist es schon sehr viel lauter. Weil nämlich jetzt die Schallwellen von der Stimmgabel in die Tischplatte gehen, jetzt schwingt der ganze Tisch und funktioniert wie ein Lautsprecher. Nochmal. Ja, ein schöner Ton. Wenn nun der Schall von der Tischplatte durch die Luft an mein Ohr kommt, dann könnte ich doch an sich gleich meine Ohren auf den Tisch legen und dann würde ich viel besser hören, was auf dem Tisch vorgeht. Ja, zum Beispiel das hier. Das ist ziemlich leise. Aber jetzt. Ja, viel lauter. Das heißt also, dass der Schall durch feste Sachen viel besser durchgeht. Durch Holz, durch Eisen und durchs Wasser. Wenn ihr mal unter Wasser in der Badewanne die Ohren aufsperrt, was ihr da alles hört. Und dann gibt's ja noch die Geschichte von den Indianern, die ein Ohr auf die Schienen legten und dann Züge hören konnten, die noch ganz weit weg waren. Die mussten natürlich ihren Kopf ziemlich schnell wieder wegnehmen, wenn der Zug... Eieieiei. Da könnte ja was passieren. Was ist denn nun los? Der spinnt ja. Ich bin doch schon auf. Was soll denn das? Das ist auch so ein Problem. Wie bremst man Schall? Hm? Ist doch viel zu laut. Einmal drüber. Nee, ist noch lauter. Weil der Schall ja noch besser durch feste Sachen durchgeht. Was Weiches. Ja, mal sehen. Ja, das hat funktioniert. Weiche Sachen bremsen den Schall. Es ist schön ruhig. Ja, so müsste es immer sein. Jetzt könnte ich sogar meine Amseln aufnehmen. Ja, warum eigentlich? Ja, was ist denn nun schon wieder los? Was soll denn der Lärm nun schon wieder? Also wirklich. Nee, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt wehre ich mich. Ja. Meine Krachmaschine. Klingt doch schon ganz gut, ne? Ja, einfach so, Krachmaschine. Wenn alles so laut ist, dann möchte man doch auch mal selber so richtig, ne? Und die kann noch mehr. Ihr werdet es ja sehen. Jetzt habe ich erstmal eine Verabredung.
hören, hier ist so ein Lärm. Was Sie hier für einen Lärm machen. Ach so, ist das verboten? Ich meine, haben wir was verbrochen? Das, was Sie hier mit Ihren musikalischen Freunden eben veranstaltet haben, das nenne ich ruhestörenden Lärm. Nach dem Gesetz ist das verboten. Ja, aber Herr Wachtmeister, welche Ruhe sollen wir denn hier stören bei dem Lärm? Sie haben ganz absichtlich Krach gemacht. Und das ist ruhestörender Lärm. Also lassen Sie sich nicht nochmals dabei erwischen. Nehmen Sie Musikstunden, üben Sie fleißig, dann vielleicht. Aber vorher nicht, verstanden? Gut, Herr Wachtmeister, machen wir. Komm, Kinder, und... Das war ja doch ganz schön laut. Naja, war das ja auch gemacht. Aber für die Leute da hinten war es natürlich doppelt laut. Die mussten jetzt den ganzen Schall und Lärm durcheinander hören. Bloß weil wir Spaß hatten am Grabmarkt. Naja, was kann man bloß gegen den vielen Lärm machen? Na? Ich weiß es. Ja? Ausschalten wie ein Fernseher. Einfach ausschalten wie ein Fernseher. Ja, das wäre schön. Also gut, zuerst mal die Autos. Und Mopeds und Motorräder aus. Alle Maschinen und Kräne auf den Baustellen aus. So was Ruhiges gibt's ja nur im Traum. Schlimm, nicht? Da fällt mir die Geschichte von Papa Pauli ein. Der musste sich auch allerhand Ärgerliches anhören. Die geheimnisvolle Geschichte begann, als Papa Pauli durch den Stadtpark spazierte. Er pfiff ein lustiges Lied vor sich hin, wie man das tut, wenn man guter Laune ist, und dachte an nichts Außergewöhnliches, als plötzlich etwas Außergewöhnliches geschah. Irgendjemand pfiff sein Lied hinter ihm her. Und zwar ziemlich laut und unvorstellbar falsch. Empört drehte sich Papa Pauli um, aber er konnte niemanden sehen. Aha, dachte er sich, hat sich der Kerl hinter einem Baum versteckt und veralbert mich. Aber auch hinter, neben. Und auf den Bäumen und Büschen konnte er nichts entdecken, außer einen fest verschnürten Pappkarton auf einer Bank. Und was soll man nun dazu sagen? Als Papa Pauli wieder sein mittlerweile etwas ärgerliches Lied pfiff, pfiff der Karton zurück. Aha, überlegte Papa Pauli, wird wohl ein pfiffiger Spaßvogel drin sein, und er hob den Karton vorsichtig hoch. Da machte der Karton ein so furchtbares Gebrüll wie ein 12 Meter großer Löwe, den man auf den Schwanz tritt. Papa Pauli ließ ihn schleunigst wieder fallen. Seltsam, dachte Papa Pauli, ein Vogel ist es nicht. Und ein Löwe passt nicht in einen Karton. Er musterte ihn aufmerksam von allen Seiten und versuchte, durch eines der kleinen Löcher im Deckel zu gucken. Da hüpfte der Karton ans andere Ende der Bank und aus seinem Inneren ertönte nacheinander ein Pfiff, ein Brüllen und zuletzt ein höhnisches Gelächter. Verflixt, sagte Papa Pauli und kratzte sich nachdenklich am Kopf. Und der Karton sagte und hüpfte einmal kurz in die Höhe. Kurzum, dem Papa Pauli wurde die ganze Geschichte zu merkwürdig und auch ein wenig peinlich, weil nämlich ein Parkwächter des Weges kam. Er wollte gerade unauffällig davonspazieren, als der Karton laut plärrte, worauf der Parkwächter Papa Pauli den Karton hinterherbrachte und sagte, »Hallo, Sie haben Ihren Karton vergessen.« Papa Pauli klemmte den Karton unter den Arm, bedankte sich höflich und beschloss, auf all den Schrecken erstmal einen Beruhigungsschnaps zu kippen. Der Karton fand diesen Entschluss ebenfalls sehr vernünftig und pfiff zufrieden. Im Gasthaus stellte Papa Pauli den Karton auf die Theke und bestellte einen Schnaps. Doch kaum bückte sich der Wirt nach der Flasche, gröhlte und randalierte der Karton wie eine Horde betrunkener Holzfäller.
Mein Herr, sagte da der Wirt, Sie grölen ja wie eine Horde betrunkener Holzfäller. Verlassen Sie sofort mein Lokal und nehmen Sie den Karton da mit. Und auch die Polizei wollte den verflixten Karton nicht behalten, da er ständig wie eine Sirene heulte und auf alle Anordnungen und Verwarnungen pfiff. Raus! Ja, selbst im Postamt wurde Papa Pauli seinen komischen Karton nicht los. Denn der Beamte wollte kein Schnellpaket nach Australien annehmen, das ständig Kuckuck schrie und sonstige Beamtenbeleidigungen. Der Bettler an der Ecke lehnte die milde Gabe entschieden ab, weil das fröhliche Gekicher aus dem Karton das ganze Geschäft verpatzte. Da nahm Papa Pauli den Karton kurz entschlossen mit nach Hause, um dem fest verknoteten Geheimnis endlich mit einer Schere auf den Grund zu gehen. Allerdings, was wirklich in Papa Paulis Pappkarton steckte, hat man nie genau erfahren. Man hört nur hin und wieder äußerst lustiges Pfeifen und Singen aus dem Haus. Ja, hallala. Das Brüllen von Löwen. Das Grölen von Holzfällern. Das Heulen von Sirenen. Und jede Menge Lachen. Und ab und zu kann man Papa Pauli beobachten, wie er aus der Tierhandlung eine Schachtel Papageienfutter holt. Apropos Papagei. Ich weiß jetzt, wo ich meine Vogelstimmen herkriege. Das gibt's doch nicht.